Inserat. Passend. Flexibel. Erfahrung. Was? Kenntnisse. Herausforderung. Boah, Hilfe. Was heißt das alles? Hallo und herzlich willkommen. Wir sehen das erste Wort. So, unser erstes Wort ist das Inserat mit Plural. Die Inserate. Ein Inserat kann man zum Beispiel auf der Homepage von einer Firma finden, hier, oder auch in einer Zeitung oder natürlich auf einem Jobportal. In einem Inserat findet man wichtige Informationen, zum Beispiel welche Stelle wird gesucht, wie viel Prozent, Teilzeit oder Vollzeit und mehr Details zu der Stelle, zu der Arbeit. Ein typischer Satz in einem Bewerbungsschreiben oder Motivationsschreiben ist: Ich habe Ihr Inserat auf Ihrer Homepage gesehen. Noch einmal, ich habe Ihr Inserat auf Ihrer Homepage gesehen. So, hier sehen wir drei Personen. Und alle drei Personen haben ein T-Shirt. Dieses T-Shirt, wie wir sehen können, ist zu klein. Dieses T-Shirt ist zu groß. Aber dieses T-Shirt passt. Passen ist ein Verb. Und wir können hier sagen, das T-Shirt passt. Oft sieht man auch die Form passend und passend bedeutet, es ist richtig, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, sondern es ist genauso, wie es sein soll, wie es sein muss. Ein typischer Satz in einem Motivationsschreiben wäre zum Beispiel: Ich habe die passenden Qualifikationen für diese Stelle. Noch einmal, ich habe die passenden Qualifikationen für diese Stelle. Das heißt, ich habe alle Qualifikationen, die man für diese Stelle braucht. So, hier sehen wir eine flexible Person. Flexibel ist ein Adjektiv und flexibel heißt zum Beispiel, dass eine Person sich gut bewegen kann. Zum Beispiel hier, das ist ein Spagat. Louis ist flexibel und er kann einen Spagat machen. Wenn wir aber an die Arbeit denken, dann heißt flexibel etwas anderes. Flexibel in der Arbeit bedeutet, dass eine Person viele Dinge machen kann. Dass eine Person
unterschiedliche Aufgaben übernehmen kann. Zum Beispiel, hier arbeitet Luis am Computer, hier trifft Luis einen Kunden und hier macht Luis eine Geschäftsreise und er fährt mit dem Auto nach Köln. Das bedeutet flexibel sein im Kontext von Arbeit und Bewerbungen. Ein typischer Satz wäre: Ich bin sehr flexibel und kann sofort beginnen. Noch einmal: Ich bin sehr flexibel und kann sofort beginnen. Erfahrung, mit Plural die Erfahrungen. Zum Beispiel sehen wir hier einen Maurer. Er baut gerade eine Mauer und er hat von 2005 bis 2012 diese Arbeit gemacht. Das heißt, man kann sagen, er hat 7 Jahre Erfahrung. Ein typischer Satz wäre: Ich habe 7 Jahre Arbeitserfahrung als Maurer. Ich habe 7 Jahre Arbeitserfahrung als Maurer. Unser nächstes Wort ist die Kenntnis, mit Plural Kenntnisse. Wir sehen hier einen Kopf und das hier ist das Gehirn. Mit dem Gehirn können wir denken und lernen und uns Sachen merken. Kenntnisse sind das, was wir in unserem Leben gelernt haben. Zum Beispiel, diese Person hat Kenntnisse in Spanisch und Englisch und sie kann mit Microsoft Excel arbeiten und sie kennt auch das Programm JavaScript. Das heißt, man kann sagen, diese Person hat viele Kenntnisse. Ein typischer Satz in unserem Kontext ist: Ich bringe gute Kenntnisse der deutschen Sprache mit. Ich bringe gute Kenntnisse der deutschen Sprache mit. So, das letzte Wort von heute ist die Herausforderung. Mit Plural die Herausforderungen. Wir sehen, wir haben hier einen Mann und er möchte klettern und er geht auf diesen Berg, aber wir sehen, es ist nicht einfach, es ist sehr schwierig und es sind 350 Meter, die diese Person hinaufklettern muss. Das ist eine schwierige Mission, eine schwierige Aufgabe und das nennt man auch eine Herausforderung. Etwas, das man nicht einfach machen kann. Ein typischer Satz in unserem Kontext ist: Momentan suche ich eine neue professionelle Herausforderung. Noch einmal: Momentan suche ich eine neue professionelle Herausforderung. Und am Ende
eine kleine Übung für dich. Du kannst uns gerne einen Kommentar schreiben und probieren, dieses Vokabular zu verwenden. Nimm die Wörter aus diesem Video und probiere damit einen Satz. Wir sagen dir, ob er richtig ist oder falsch und machen eine Korrektur. Wenn es noch mehr Wörter gibt, die du gerne lernen möchtest, dann kannst du auch das in den Kommentaren schreiben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.